Handwerk erhält historische Werte. Das gilt hier an der Seiner Hütte in Bendorf genauso wie bei der Restaurierung, Wartung und Pflege historischer Automobile. HWK TV stellt zwei außergewöhnliche Beispiele vor, die gemeinsam auf ein Alter von fast 300 Jahren kommen und dank handwerklicher Arbeit auch eine Zukunft haben werden. Es ist eine Sportwagen-Ikone, die Kfz-Mechanikermeister Peter Ahrens aus Großmaischeid hier über die Straßen des Westerwaldes bewegt. Sein Porsche, Baujahr 1965, ist der älteste 911er, den man derzeit in Deutschland kaufen kann. Zwei Liter Hubraum, 6 Zylinder, 130 Pferdestärken. Das waren damals automobile Spitzenwerte. Vor gut 20 Jahren für Rennsporteinsätze mit historischen Fahrzeugen umgebaut, steht dem Sportler aus Zuffenhausen nun eine Reise back to the roots bevor. Denn Handwerksmeister Ahrens weiß nicht nur, wie man einen solchen Untersatz professionell bewegt, sondern ist auch fachlich eng mit dem Kürzel 911 verbunden. In den nächsten Wochen und Monaten wird der Wagen komplett überarbeitet und in den Urzustand zurückversetzt. Das Ziel? Ein 911er so, wie er einst das Werk in Stuttgart-Zuffenhausen verließ. Das wird einige Zeit dauern, fachliche Kompetenzen binden und auch Geld kosten. Den Wert des Wagens aber stark nach oben korrigieren. Denn aktuell geht der Markt für historische Fahrzeuge, insbesondere der Marke Porsche, durch die Decke. Das hat mit dem 50-jährigen Jubiläum des 911 zu tun, aber auch mit den aktuellen Zinsschwächen. In der Folge wird in Sachwerte investiert, die langfristig im Wert steigen. Historische Fahrzeuge gehören dazu. Eine Tatsache, von der auch das Kfz-Handwerk profitiert. Gerade dann, wenn sich die Betriebe auf Restaurierung und Pflege rollender Oldtimer spezialisiert haben. Die Firma besteht ca. seit 30 Jahren, gegründet durch meinen Schwiegervater Ewald Stendenbach. Also wir sind ein kleiner Familienbetrieb mit zwei Gesellen und meine Frau, ich, mein Schwiegervater. Also wir führen im Prinzip alle Restaurations- oder Wartungsarbeiten durch. Also das gibt keine Ausnahme eigentlich. Wir haben uns spezialisiert auf Porsche. Und da, sagen wir mal, liegen die Autos, die teuersten Autos, die reinkommen, sagen wir mal, bei 350.000 Euro. 356 Carrera-Modelle. Und da wird es schon sehr speziell. Also da muss man schon relativ Know-how für besitzen. Das notwendige Know-how und auch die Kontakte innerhalb weltweiter Porsche-Netzwerke besitzt man im Autohaus Stendenbach, das Wagen mehrerer 911er Baureihen aus 5 Jahrzehnten aufgearbeitet hat. Einige davon warten auf künftige Besitzer. Einige gelten als unverkäuflich und sind längst gesuchte Sammlerstücke. Die Eigentümerfamilie macht so auch kein Geheimnis aus der Leidenschaft für schwäbische Technik, für die man sich zu einem national und international gefragten Spezialisten entwickelt hat. Wir haben angefangen mit Porsche-Fahrzeugen, sich darauf zu spezialisieren, weil wir selber als Hobby immer Fahrzeuge hatten von Porsche. Und das Hobby ist immer mehr zur Berufung geworden und ich habe meine Ausbildung hier auch bei Autohaus Stendenbach gemacht und dann Meisterbrief bei Handwerkskammer Koblenz gemacht und dadurch viel kennengelernt und viel gesehen und sag ich mal, die Erfahrung ist halt wichtigste in dem Bereich. Ne? Also man muss wissen, worum es geht und dann kommt man klar mit der Sache. Wissen, worum es geht, bedeutet in diesem Fall auch, höchsten Ansprüchen von Porsche-Sammlern in aller Welt gerecht werden. Aber auch dort präsent sein, wo gerade ein wertvolles Stück Automobilgeschichte zum Verkauf angeboten wird. Dann kommt auch schon mal ein 356er Porsche als Vorgänger des legendären 911er in den Westerwald. Dieses SC-Modell mit 95 PS wurde 1964 gebaut und bei Stendenbach komplett restauriert. Längst sind Fahrzeuge in diesem Zustand heiß begehrt. Wie auch dieser Carrera RS, bei dem man am Anfang der 90er Jahre konsequent Leichtbau praktizierte. Der Gewichtsreduzierung fielen Klimaanlage oder elektrische Fensterheber zum Opfer. Der reinrassige Sportwagen zeigt keine Spur von Luxus, dafür eine ausgeprägte Leidenschaft für die flotte Gangart. Von Porsche bis Panda lässt sich die Unternehmensphilosophie bei Stendenbachs wohl am besten umschreiben.
Denn der Familienbetrieb ist auch für die großen und kleinen automobilen Anliegen der Nachbarschaft da. Und so wechseln sich auf der Hebebühne seltene Modelle aus dem Hause Porsche ab mit Panda oder Peugeot. Es liegt schon ein Reiz darin, also mit allen Facetten klarzukommen. Also bekommen die Nachbarn kommen genauso zu uns wie Leute aus USA, aus New York, kommen Fahrzeuge bei uns kaufen. Also es ist ein sehr bunt gemischtes Publikum, ja. Das ist natürlich nicht schlecht. Also man hat ein sehr gutes Publikum, aber ich habe genauso gern Kontakt zu den Leuten hier im Dorf. Also das ist bunt gemischt, ist halt das Schöne. Das macht Spaß. An den Kunden aus New York erinnert sich Ahrens besonders gern. Denn dem stellte er im vergangenen Jahr einen im Westerwald restaurierten Wagen von 1964 vor die Tür. Fahrgestellnummer 133. Diesem Urahn folgten bis heute über 800.000 911er. Geschichte und Spitzenleistungen bei Fertigung und Ausführung verbinden sich auch hier, an der Seinerhütte in Bendorf. Bereits 1770 errichtet, zählte die Eisengießerei zu den drei Top-Adressen deutscher Gießkunst. Doch das ist längst Geschichte. Was aber bis heute beeindruckt, ist die Architektur dieses Industriestandortes, der als Denkmal momentan eine grundlegende Überarbeitung erfährt. Dabei greifen Handwerker ganz verschiedener Gewerke zum Werkzeug und sorgen für eine grundlegende Restaurierung. Mit dabei das Gerüstbauunternehmen Schwalb aus Ransbach-Baumbach. Gerüste sind nicht nur neben und über der Halle entstanden, sondern auch im Innenraum. Die Sanierungsmaßnahmen von der Seiner Hütte müssen wettergeschützt sein. Deswegen wird das ganze Gerüst mit einer Wetterschutzüberdachung überrückt, um die darunterliegenden Gebäudeteile zu schützen. Der Innenraum ist komplett eingerüstet worden, damit es den Handwerkern möglich ist, an die Stahlbauteile zur Sanierung ranzukommen. Gerade der Aufbau des Wetterdachs war eine aufwendige Herausforderung für die Gerüstbauer. Denn in luftiger Höhe musste jeder Handgriff sitzen, jedes Bauteil passen. Am Boden vormontiert ging es dank Schwerlastkran aufwärts und über den Giebel der 1830 fertiggestellten Gießhalle. Dann wurden die Dachelemente fest mit den neben der Halle aufgebauten Gerüsten verbunden. So entstand über dem Dach der Seiner Hütte eine zweite Hülle als Voraussetzung für die Restaurierungsarbeiten darunter. Das Dach und der Innenraum der Gießhalle werden aufwendig überarbeitet. Für den Aufbau haben wir 600 Stunden benötigt circa und der Abbau wird dann nochmal ungefähr so 300 bis 400 Stunden in Anspruch nehmen. Ich würde sagen, das sind so grob geschätzt so um die 60 Tonnen Lösmaterial. Mit der Wetterschutzeinhausung müsste halt ungefähr so hinhauen. Dabei sind die meisten Gerüstelemente in Handarbeit vormontiert worden. Durch die Hände der Gerüstbauer sind so 60 Tonnen Material an ihren Bestimmungsort gekommen. Eine kraftzehrende Arbeit, nicht ganz ohne Risiko und verbunden mit einer hohen Verantwortung, die man für das Baudenkmal darunter und die Menschen, die nun daran arbeiten, übernimmt. Wie gut Schwalbs gearbeitet haben, wird beim ersten Wolkenbruch mit Hagel sichtbar. Draußen öffnet der Himmel alle Schleusen, drinnen kommt kein Tropfen Wasser an. Mit Ende der Restaurierungsarbeiten wird hier zwar kein Eisen gegossen, die Seiner Hütte aber als historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in neuem Glanz erstrahlen. Und nicht nur die Geschichte eines jahrhundertealten Industriestandortes erzählen, sondern auch die über handwerkliche Spitzenleistungen im Zuge der Restaurierung. Mehr Informationen dazu gibt es auch in der kommenden Ausgabe Handwerk Spezial, das als Magazin der Rheinzeitung am 29. Juni erscheint.